So ladies and gentlemen, we are from Die Creme de la Creme der heimischen Musikszene hat nicht nur Erfolg, sondern auch ein Herz. Vor allem für jene, denen es nicht so gut geht. Armut ist wahrscheinlich die größte Plage, die überhaupt auf der Welt es geben kann. Armut ist nicht irgendwo weit weg, sondern es ist hier vor unseren Türen. Und deswegen werden wir wie immer auch unseren Beitrag leisten. Anfang November ging das Konzert vor Caritas über die Bühne des Grazer Dom im Berg. Nun wurde, gerade noch rechtzeitig für das Christkind, die dazugehörige CD präsentiert. Naja, das Konzert vor Caritas ist eigentlich eine Aktion, die heuer zum zweiten Mal stattgefunden hat. Eine Initiative vom Gonzo und von der Ines eigentlich heraus und dient dazu, sage jetzt einmal, Obdachlosen, wohnungslosen Menschen, Menschen, die in Not sind, zu helfen in Form eines Benefizkonzertes. So we keep singing. Mir war es einfach wichtig, wenn man schon so eine Möglichkeit hat, als Musiker oder auch mit Musikerfreunden etwas bewirken zu können, mit seinem Tun, mit seinem Schaffen, egal was, dass man da was Sinnvolles draus macht. Und deswegen habe ich mit dem Gonzo dann zusammen eine Idee gesponnen, wo wir gesagt haben, ja, machen wir es ganz groß, machen wir gleich ein Benefizkonzert. Ich meine, Musiker sind eigentlich auch nicht die Reichsten, aber ich habe recht viel Erfolg gehabt und möchte ein bisschen der Gesellschaft was zurückgeben und versuche mir immer Zeit zu nehmen für solche Konzerte. Nächstes Mal bin ich dabei, da werde ich meine Band auch überzeugen, dass ich nicht allein spielen muss, aber es ist ein Fixpunkt. Wir haben natürlich auch einen super Spaß dabei, haben die Gelegenheit uns zu präsentieren vor einem großen Publikum. Der Dom war voll und die Stimmung war weltklasse und so gesehen ist das eine Win-Win-Situation, wenn man sich besser nicht wünschen kann. Natürlich schwebt im Raum immer bei so Benefizkonzerten, dass das eine gute Sache ist. In America, das Konzert war richtig schön, es waren sehr viele Leute dort und alle haben einen Spaß gehabt mit einfach Musik jeglicher Richtung und das war einfach schön.